Die Cartier Santos ist eine der beliebtesten Kollektionen der Marke Cartier und existiert seit weit mehr als 100 Jahren. Die Anfänge datieren sich zurück auf das Jahr 1904, als Louis Cartier ein Zeitmesser für seinen guten Freund, einen brasilianischen Flugpionier namens Alberto Santos Dumont, kreierte. Dies geschah vor dem Hintergrund, dass Santos Dumont zum Steuern seines Flugapparates, der 14 bis, beide Hände benötigte. Die damals üblichen Taschenuhren waren also ungeeignet für den Flugpionier. So bat er Louis Cartier um Hilfe. Die erste Fliegeruhr und eine der ersten Herrenarmbanduhren überhaupt war also geboren und ebnete den Weg in ein neues Zeitalter. Welche sind die besonderen Merkmale der Santos? Die 1904 entworfene Santos beruht auf den vier gestalterischen Prinzipien der Maison Cartier: Reinheit in der Linie, Präzision der Form, Perfektion der Proportionen und edle Details. Eine Vielzahl an optionalen Gehäusedurchmessern hält für jedes Handgelenk die passende Santos bereit. Damen und Herren tragen die Uhren gleichermaßen gerne und können zwischen mittleren, großen und extra großen Modellen wählen. Des Weiteren kann man in der Santos-Kollektion zwischen der Santos de Cartier und der Santos Dumont wählen. Die Santos Dumont ist dem Ursprungsmodell von Alberto Santos Dumont noch ähnlicher und versprüht ein bisschen mehr klassischen Flair. Aufgrund des integrierten Bandanstoßes und der eckigen Form trägt sich die Santos de Cartier am Handgelenk immer wohl proportioniert. Dem geschwungenen Gehäuse und seiner eleganten Bürstung sitzt die berühmte verschraubte Lünette auf. Diese ist glänzend poliert und macht die Uhr immer zu einem Hingucker am Handgelenk. Zwischen zwei prominenten Kronenschützern sitzt die Mehrkantkrone, die von einem facettierten, synthetischen Cabochon geschmückt wird. Mit einer Bauhöhe von nur 8,83 mm ist das Medium-Modell flach und eignet sich perfekt als täglicher Begleiter, der zum eleganten Dress und dem T-Shirt eine gleich gute Figur macht. 100 Meter Wasserdichtigkeit tragen zudem zur Alltagstauglichkeit bei. Elegante Schwertzeiger zeigen die Stunden und Minuten an, während der Sekundenzeiger die ikonische Eisenbahnminuterie im Zentrum abläuft. Eine Santos strahlt Selbstbewusstsein, Klassik und zeitlose Eleganz aus und wertet zudem, wie ich finde, jedes Outfit auf. In der Santos-Kollektion gibt's alles, von Edelmetallen bis zum Stahl. 1904 als Ikone eines Flugpioniers in Stahl gestartet, sind heute die Modelle der Santos de Cartier in verschiedenen Gehäusematerialien erhältlich. Uhrenliebhaber können zwischen kühl-eleganten Edelstahl, klassischem Gelbgold, hochwertigem Weißgold oder dem wärmer imponierenden Rotgold wählen. Für jeden ist wirklich was dabei. Auch was die Armbänder betrifft, ist der Zeitmesser vielseitig. Bei den genialen Edelstahl- und Edelmetall-Armbandvarianten der Santos de Cartier ist ein weiteres Band im Lieferumfang enthalten, um der Uhr im Prinzip ein komplett neues Gesicht zu geben. Neben dem Edelstahlarmband mit der hochgelobten Smart Link Längenverstellung, für die man wirklich, also es ist ein sehr einfaches Kürzungssystem, für das man keinerlei uhrmacherischen Fähigkeiten braucht, erhalten die Kunden und Kundinnen ein zweites Armband aus Kalbsleder mit austauschbarer Doppelfaltschließe. Beide Armbänder sind mit einem Quick-Switch-Wechselsystem ausgestattet und lassen sich so ohne Werkzeug binnen Sekunden austauschen. So findet sich garantiert immer der passende Look. Die Modellauswahl der Santos de Cartier ist sehr groß. Neben Gold-, Edelstahl- und Bicolor-Varianten mit drei Zeigern beinhaltet die Reihe auch Chronographen sowie aufwendig skelettierte Modelle. Diese erfreuen sich vor allem unter Fußballern und weltberühmten Künstlern sehr großer Beliebtheit. In der Größe Medium messen die Uhren 35,1 mm in der Breite und bei der Large-Version wächst das Gehäuse auf 39,8 mm in der Breite an. XL-Modelle sind nochmal 4 mm breiter. Bei den Werken ist die Auswahl ähnlich groß. Zu Beginn setzte Cartier auf Kaliber von Edmond Géger. Später kamen meist Werke von Frédéric Piguet und dem Schweizer Werkehersteller ETA zum Einsatz. In aktuellen Modellen ticken hingegen vermehrt automatische Manufakturkaliber, wie unter anderem das 1847, das 1847 MC, wessen Name übrigens an das Gründungsjahr von Cartier angelehnt ist. Und in den Santos Dumont Modellen befinden sich meist hocheffiziente Quarzwerke. Die Santos Dumont wurde im Jahr 2004 eingeführt und erinnert stark an die originale Santos aus dem Jahr 1904. Besonders auffallen tun die quadratische Lünette mit ihrem abgerundeten Ecken, sowie die perlierte Krone mit dem Cabochon.
Während das Zweizeiger-Design vom Original übernommen wurde, ist das Ziffernblatt jedoch etwas anders gestaltet. So wandert unter anderem die charakteristische Eisenbahnminuterie vom Zentrum zum Außenrand des Ziffernblatts. Dadurch entsteht ein bisschen bessere Lesbarkeit und das Ziffernblatt ist einfach aufgeräumter. Die Santos Dumont ist je nach Präferenz in Gelbgold, Roségold oder Edelstahl erhältlich. Ebenfalls gibt es charismatische Bicolor-Modelle mit einem Gehäuse aus Edelstahl und einer Lünette aus 18-karätigem Gold. In den Unisex-Varianten Small und Large schlagen präzise Quarzwerke im Inneren der Uhr. Das Herz der 34 mm breiten und 46,6 mm großen Santos Dumont XL bildet hingegen das Cartier-Manufakturkaliber 430 mc mit Handaufzug. Klassisch getragen werden die Santos Dumont Modelle an hochwertigen Alligator-Lederbändern. 2018 lancierte Cartier ein hocheffizientes Quarzwerk mit einer Autonomie von ungefähr 8 Jahren. Das ist fast doppelt so viel wie normale Quarzwerke. Hierfür hat die Manufaktur das Uhrwerk überarbeitet und mit neuen Maßen versehen, die den Energieverbrauch verringern. Zugleich wurde es mit einer leistungsstärkeren Batterie ausgestattet. Diese Batterie der neuen Generation mit längerer Laufzeit ist nicht nur besonders gut versiegelt, wodurch sie die Selbstentladung halbiert, sondern bietet auch eine um 5% höhere Gesamtkapazität. Und auch skelettierte Uhrwerke finden sich in der vielseitigen Santos-Kollektion wieder. Die in den 1930er Jahren erstmals eingeführte Skelettierung gehört seit 2009 zu den unverwechselbaren Codes von Cartier. Das skelettierte Uhrwerk mit römischen Ziffern von Cartier ist eine bahnbrechende Entwicklung, die zum Patent angemeldet wurde. Es zeichnet sich durch eine unvergleichbare Ästhetik und seinen Aufbau aus. So dienen die römischen Ziffern als Platine und als Brücken, um die funktionalen Bauteile des Kalibers zu tragen. Das Uhrwerk wird vollständig von den Cartier-Uhrmachern konzipiert, entwickelt und am Ende auch montiert. Mit der Santos de Cartier ADLC präsentiert Cartier eine innovative Neuinterpretation der historischen Santos. Das Gehäuse besitzt eine ADLC-Beschichtung aus Kohlenstoff, wodurch die Oberfläche ein mattes Schwarz erhält. Auch diese Santos ist bis 100 Meter wasserdicht und die Zeiger sind mit Superluminova beschichtet, um stets eine gute Ablesbarkeit zu gewährleisten. Die hat sie sowieso, denn ein starker Kontrast zwischen schwarzem Ziffernblatt und weißen Ziffern passt perfekt. Die Santos ADLC wird entweder am Lederband oder am Kautschukband getragen. Das Kautschukarmband verfügt zudem über eine austauschbare Faltschließe aus Edelstahl und wird von den freiliegenden Schrauben verziert, welche klassisch nur auf der Lünette der Santos vorzufinden sind. Cartier verwendet hierbei das Quick-Switch-System, wodurch das Armband mühelos gewechselt werden kann. Darüber hinaus ermöglicht das patentierte Smart-Link-System, dass die Glieder leicht entfernt werden können, zumindest bei den Stahlarmbändern. Das Cartier-Uhrwerk 1847, also 1847 mc, treibt die Uhr an. Das Kaliber mit Automatikaufzug bietet eine zentrale Sekunde und ein Datum auf 6 Uhr. Das Uhrwerk schlägt mit einer Frequenz von 4 Hertz und bietet eine Gangreserve von 42 Stunden. Zudem ist das Uhrwerk dank Nickel-Phosphor-Komponenten antimagnetisch. Cartier bietet zudem zwei verschiedene Modelle an. Eine Stahlversion mit ADLC-beschichteter Lünette und eine Version mit einem vollständig in ADLC-beschichteten Gehäuse. Die Santos reiht sich stilvoll und nahtlos in das Luxusensemble der Pariser Marke ein. Verkörpert dabei allerdings ganz alleinstehend die Designsprache vollumfänglich. Sie hat eine überaus große Historie und zählt zweifelsohne zu den umworbensten Uhren weltweit.